Hallo und willkommen zurück zu Monster Sanctuary. Ich bin euer Shoninja und wir sind hier schon gut unterwegs gewesen. Haben den ersten Speicherpunkt erreicht und haben uns drei neue Monster dazu geholt gerade. Das ist unser Erde, Feuer und unsere Katze, die haben wir zuletzt bekommen und da haben wir noch nicht geguckt. Zerstört versteckte Wände und zerschneidet Ranken, also quasi wie er. Achso, Ranken hätte ich auch zerschneiden können. Das habe ich gar nicht gelesen. Weil dann hätte ich hier nämlich direkt durchgehen können. Ich dachte, ich brauche Feuer. Gold und ein rotes Juwel. Okay. So, aber dann können wir jetzt weitergehen. Ein Crit-Ring. So, da ist Crit-Chance 5 drauf. Dann kommt da jetzt 10. 12 Verteidigung macht 4% Schadensverringerung aus. So, gegen die Blobs ist Aero gut und den mache ich mit Wind. Mit Kraft, wollte ich sagen. Die Gegner steigen jetzt auch in der Stufe. Die sind jetzt auch schon Stufe 3. Und in der letzten Runde heile ich einmal. Das sollte passen. So, ein Crit macht viel aus. So, Säureregen. Die haben gleich viel Leben, okay. Mach mal den kleinen. Könnte heilen, aber die anderen beiden, ich weiß nicht, ob die es schaffen, den Instant zu töten. Komm, probieren wir mal. Da war ein Crit dabei und der trifft es auch. Sehr schön. In drei Runden und 100% müsste es jetzt sein. Es zählt trotzdem als 93. Bestimmt gibt es ab 10.000 dann den fünften Stern. So, wir haben einen Ring, Lebensring wiederbekommen. Doch dann kamen die vier, frei von Sünden und Gier. Sie hatten die innere Stimme gefunden und trafen das Reich ins Herz. Okay, es gibt mehrere Wege. Rauchbomben. Oh, das ist eine Kiste. Eine Muschel. Bin ich über dem Startgebiet. Was haben wir hier? Agrimmon. Die sind Stufe 3. Da war gerade was. Das habe ich jetzt zu schnell weggeklickt. Mist. Schwäche gegen Feuer. Erde und Feuer habe ich jetzt gerade nicht dabei. Ein Yowi. Oh, Crit, sehr schön. Aber gut, ich habe eine 25% Chance. Und bei zwei Schlägen ist die Chance ja da, dass ich auch kritze.
glaube irgendwie, dass der die größere Bedrohung ist. Hoffen wir einfach mal, dass er vielleicht crittet. Yes. Damit müsste ich es in 3 Runden schaffen. Damit müsste ich hoffentlich eine 4-Sterne-Bewertung haben und damit ein Ei von so einem Yowie kriegen. Strategieerfolg bekommen. Oh, wir haben 10.000. Achso, bei 3 Züge und super viel Gesundheit. Und ich hatte recht mit den 10.000. Chance auf seltene Belohnung ist von 60% auf 100%. Und wir haben ein Yowie-Ei. Sehr schön. Tja, mit der Raupe habe ich bisher noch gar nicht gespielt, deswegen sind mir die Skillpunkte gerade nicht so wichtig. Aber verbrennen kann, glaube ich, nicht schaden. Das Ei. Was ist das denn? Der hat Eis, ein Tackle, Prügel und Kanalisieren. Tatsächlich über dem Startgebiet. Ein Zauberbuch, Mana und Mana-Regeneration. Das klingt ja sehr gut. Und ein zweimal Tränke. So, das gebe ich doch hoch. Mal meinem Blobby. So, Verteidigung und Mana. Verteidigung und Crit. Aber mit ihm greife ich ja eigentlich nicht an, wobei es bestimmt auch einen Heil-Crit gibt. Aber ich glaube, Mana und Mana-Rec bringt dem mehr. Verteidigung und Gesundheit. Was war das andere gerade? Verteidigung und Crit. Ich habe genug Gesundheit mit dem. Da ist viel Gesundheit drauf. Verteidigung und Mana. Verteidigung und Gesundheit. Statt 160. Mache ich lieber das Fell rein. Da habe ich zwar ein bisschen weniger Leben, aber ich kriege 4% weniger Damage. Und das bedeutet weniger Schaden, bessere Wertung am Ende des Kampfes. Und den gebe ich hier nichts. Den habe ich zwar schon den Kunai gegeben. Da werde ich nicht langkommen. Da bin ich zu groß für. Ah, okay. Da sieht es so aus, als ob es links weitergeht. Aber da ist nichts sichtbar. Also da muss ich mir den Weg frei bomben wahrscheinlich. So. Zurückziehen. Ach so, ich dachte, da ist irgendwas Cooles dazu gekommen, wie Schnellkampf oder so. Weil ich bin eigentlich kein Fan von so rundenbasierten Spielen. Eins reicht schon. Mana gespart. So würde ich mit 1-3 mal gucken, ihn besiegen können. Aber ich habe viel Damage. Trotzdem noch ein 4er, okay, schön. Ein Gürtel mit Verteidigung und Crit-Schaden.
Crit Schaden. 5% Chance ist besser als 10% mehr Schaden, finde ich. Beteiligung und Crit Schaden. Statt Gesundheit, ja. So, Skills. Mein Heiler. Ich wollte eigentlich das hier mit der Mana-Rec-Fähigkeit machen. Ich will mir erstmal die Passiven hier angucken. Verteidigungswertung, nein, danke. Mehr Heilung brauche ich gerade auch nicht. Treffer in Höhe von 35 Magie, nee. Ich mache die Aura erstmal. So, und er macht jetzt Vampir-Aura. Habe ich da was von? Bei Heilung werden 5 Mana, nee, danke. Ich glaube, da gehe ich darauf, dann hat er nicht Schaden. So, und die benutze ich nicht, deswegen können die mir eigentlich egal sein. Aber dann gehe ich einfach mal auf die Stufe 2 Fähigkeiten. Ein Hexerhut. Okay, da komme ich ohne weiteres nicht hoch. Was ist das denn? Ah, vermutlich muss ich hier von jedem Element was machen. Cool. Aber ich habe noch kein Eis-Typ. Das hat geklappt. Pandoras Büchse, Verteidigung plus 12, verleiht zu Kampfgegner einen zufälligen Buff. Das Monster kann noch einen weiteren Buff der gleichen Art auf normalem Wege erhalten. Okay. Ganz nett. Obwohl, das ist Wasser. Hat nicht er hier Wasser? Aber nicht als Fähigkeit. Ah, hier, Wasserobst. Und Tränke, okay. Das geht schon mal nicht, okay. Ist von der anderen Seite wahrscheinlich, dann um eine Abkürzung freizuschalten. Abseits der Wege Erfolg bekommen. Ein Helm, Verteidigung und Angriff. Crit, Mana und Crit. Das scheint golden auch zu sein. Noch mehr Damage. Und nur Crit-Chance runter. Das kriegt Schaden. Die Chance ist wichtiger, der Schaden gerade weniger. Okay, das scheint nicht zu gehen. Dann kann ich eigentlich nur den Weg oben nehmen. Der andere Weg war ja versperrt. Eine Schleife, Gesundheit und Mana. Aus dieser Wunde flossen Flüsse fort. Sie ließen Berge mächtig und kalt sich erheben. Für alle Kreaturen war es der einzige Ort, um in Frieden zusammenzuleben. Die heilen sich. Achso, gegen Wind sind sie immun.
Schade. Crittet. Yes, schaffe ich es auch noch in dem Zug. 4. Schutzmantel. Gesundheit und Crit. Und wieder ein Katzenei. Aber schön, er hat hier einen Punkt und den wollte ich. Sein Buff hat keinen weiteren Angriffswert. Aber nur von dem oder von den anderen? Achso, von dem Buff wahrscheinlich. Hat der sonst noch eine Aura? Nö. Okay, krass. Wie soll man denn da hinkommen? Ein alter Freund. Hey Buron, lange nicht gesehen. Ich bringe dir einen neuen Schüler. Er hat gerade seinen ersten Monster ausgebrütet. Ich dachte, du könntest ihm das ein oder andere beibringen. Du bist also der neue Spektralhüter, ja? Man nennt mich den alten Buron. Ich habe mein Lager am Ende des Hüterwegs aufgeschlagen, damit ich euch Grünschnibbeln in euren neuen Pflichten als echte Monsterhüter unterweisen kann. Aber lass uns erst gegeneinander kämpfen, um zu sehen, ob du diese Titel würdig bist. Beobachte deinen Gegner sorgfältig. Manche sagen, das Ergebnis eines Kampfes stünde von vornherein fest. Da ich diese Blobs selbst aufgezogen habe, sind sie stärker als die, die du bisher gesehen hast. Wie du siehst, ist ihr Level 4 höher. 5. Okay, ich bin auch 5. Du kannst auch die Schwächen und Widerstände deiner Gegner sehen. Meine Blobs sind schwach gegenüber Winterangriffen. Ich bleibe bei meinem Team. Ich finde das ganz gut. Sieh zur oberen rechten Ecke deines Bildschirms, das ist der Kombozähler. Jede Aktion im Kampf beeinflusst den Kombozähler, erhöht sich, je nachdem wie oft du deinen Gegner triffst oder deine Verbündeten heilst oder buffst. Der Kombozähler erhöht den Schaden der darauf folgenden Angriffe. Nach jedem Zug wird er zurückgesetzt. Es ist also sinnvoll, erst deine schwachen, verteidigungsstarken und unterstützenden Monster einzusetzen und Aktionen mit mehreren Treffern auszuwählen. Dies wird den Schaden deiner offensiven Fähigkeiten, die anschließend agieren können, zu erhöhen. Na dann passt es doch, dass auch mein Typ ganz hinten steht, mein Starker. Mein Shiggy. Ob er den da kriegt. Crit, 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 crit. Ach, oh, sehr gut. Ein Crit war dabei von 6 Attacken. Der hat auch gekrittet. Sehr schön. Aber gut, bei ihm ist es auch wahrscheinlicher. So, der macht Prügel, gibt ihm den Rest. Er macht dem anderen 4 Schaden und dann nächste Runde geht's weiter und der andere kann heilen. Ah, er heilt sich selber. Ich sehe aber nicht, wer am meisten verloren hat, ne? Die 61 Uhr ist das Mana. Das sieht weniger aus. Und er greift ja noch an und dadurch heilt er sich auch nochmal.
Nicht übel, gar nicht mal so übel. Du bist den Hüterweg gegangen und du hast meine Monster besiegt. Um aber ein richtiger Monsterhüter zu werden, musst du noch eine weitere Prüfung bestehen. Junger Hüter, die nächste Prüfung wird eine weit größere Herausforderung. Du sollst dich erst darauf vorbereiten. Wenn deine Monster noch Skillpunkte übrig haben, verteile sie jetzt mit Bedacht. Hast du dich auf die wahre Prüfung vorbereitet? Gut, du hast Mut bewiesen, aber diesmal wirst du keinem normalen Monster gegenübertreten. Ein Roboter? Oder soll es ein Affe sein? Ein Roboteraffe? Besonders starke Monster bezeichnet man häufig als Champions, der ist Level 6 und schwach gegen Wind, das passt doch. Und resistent gegen Feuer und der selbst macht Erde und Erde stört, na gut, doch mein Shigi stört das. Aber Shigi heilt sich. Sie haben mehr Gesundheit, verursachen mehr Schaden und können mehr als einmal pro Zug agieren. Das ist schon wieder schwierig. Es ist deine Aufgabe als Monsterhüter, dich um sie zu kümmern. Also ist es nur rechtens, dass du einen Champion besiegst, um Mitglied des Ordens der Monsterhüter zu werden. Zeig mir, was du drauf hast. Schauen wir mal. So, ich bleib aber erstmal dabei. Gegner kriegt einen Schild-Debuff. Ich krieg einen Stärke-Buff. Und dann Full-DD. Ja, der wird was aushalten. So. High and Blunt glaube ich noch nicht. Sechs Attacken 150, vier Attacken 160. Aber bei sechs Attacken ist die Chance auf einen Crit höher, finde ich. Ah, kritischer Schaden plus 50% allein durch die Attacke. Erhöht die Crit-Chance um 10 und den Crit-Schaden um 20. Aber mein Haupt-Damage-Healer möchte ich jetzt eigentlich nicht für sowas unterbrechen. So, jetzt kann ich mal sagen, heilen. Zweimal. Jetzt bin ich aber Mana los wahrscheinlich. Ich bin gespannt, ob der genug regeneriert, um eine Fähigkeit zu machen. Okay, nur zwei von sechs sind irgendwie Stufe 1 ist nicht so gut wie das. Ui, sehr schön. Der Rüstungsbruch hält echt lange, ja, hätte ich nicht gedacht. Ich habe nicht genug, dann mache ich das. Crit, crit, crit! Ah, schade, hätte ich ihn in der Runde schon fertig, wäre cool. So, jetzt besiegen. Ich glaube, nee, heilen ist cooler von der Statistik. Tschüss. ...5,6. Trotzdem noch eine 8000er Wertung. Menge seltener Beute 2, Menge gewöhnlicher 2. Eisen und Muschel. Mhm. Skillpunkt. Glückwunsch, Jungspund. Du hast deinen ersten Champion besiegt und bist ab sofort ein Hüterkandidat. Mehr brauchst du nicht zu tun. Bleib aber noch eine Weile und hör mir zu, ja? Denn in Zuflucht gehen Dinge vor sich, die mir Sorgen machen. Du musst wissen, dass Monster auf normalen Wegen nicht so stark werden und Champions akzeptieren normalerweise keine anderen Monster an ihrer Seite oder einen Hüter, der sie kontrolliert. Champions sind immer eine Anomalie, sehr selten. Ich habe diesen Golem selbst verbessert, um ihn stärker zu machen.
Aber selbst ich konnte ihn nicht über längere Zeit hinweg kontrollieren, deswegen hatte ich ihn die meiste Zeit über deaktiviert. In letzter Zeit haben die Hüter Ranger eine ungewöhnliche große Anzahl an Champions in der Zuflucht gesehen. Ich bekomme immer wieder Briefe per Vaero-Post von Rangern, die in entfernten Gebieten der Zuflucht feststecken und dort gegen Champions kämpfen. Wenn ich nicht schon so alte Knochen hätte, würde ich selbst dorthin gehen, aber zumindest kann ich dafür sorgen, dass der Hüterweg sicher bleibt. Ich habe einen Champion in den Höhen dieser Gegend gefangen. Du kannst dich um ihn kümmern, wenn du dich der Aufgabe gewappnet fühlst. Geborgenheitsfahrtschlüssel. Ah, okay. Doch bevor du gehst, möchte ich dir noch eine Sache beibringen. Keine Sorge, ich habe noch nicht mehr Monster, die du bekämpfen musst. Jetzt geht es nur um das Füttern deiner Monster. Zwei Äpfel. Zwei Kartoffeln. Wenn du deine Monster fütterst, verbessern sich ihre Werte. Es ist wichtig, dich um deine Monster zu kümmern, wenn du dich weiter Champion-Monstern stellen willst. Aber ein Monster profitiert immer nur von den letzten drei Nahrungsmitteln, die du ihm gegeben hast. Und jetzt viel Glück auf deinem Weg, Monsterhüter. Der Hüterweg Erfolg bekommen. Nun, du bist jetzt als Hüterkandidat, um in den Rang aufzusteigen, musst du mehr Champions besiegen. Und wer weiß, vielleicht wirst du zu denen gehören, die den Titel des Hütermeisters erlangen. In mehreren Generationen schafft das immer nur einer. Wir können uns jetzt sofort um den anderen Champion kümmern oder wir gehen erst zur Festung der Hüter zurück. Das kannst du dir aussuchen. Dann gucke ich mir jetzt mal schnell noch an, wie das mit dem Füttern geht. Achso, das, was da steht, das kriegt man dann. Verstehe. Für drei Kämpfe. So, das da hinten ist gemeistert. Das geht erst Level 10. Die anderen Attacken, ja, wobei das hier benutze ich eigentlich schon noch. Das zählt für auch die Level 1. Wobei wir haben gerade nichts, keinen anderen im Team, der Wasser hat. Dann mache ich doch seine Wasserfähigkeit mal hoch. Benutze ich von dem jemanden? Eigentlich nicht, dann wollte ich einfach nur die Dings verbessern. Die Grundfähigkeiten um 1. Bluten, das klingt nett. So, liebe Leute, wir sind bei 28 Minuten fast. Ich glaube, um einen Einstieg von dem Spiel zu bekommen, war das hier schon sehr praktisch. Wir haben 7 Monster gefangen, haben uns unsere erste Herausforderung gestellt, die Karte sehr gut erkundet und ja, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Cut. Ich finde das Spiel sehr cool, muss ich sagen. Der Grafikstil stört mich auch gar nicht so und ja, dafür, dass es so ein Pokémon-artiges Spiel ist, finde ich es richtig gut und weniger kitschig als Pokémon in manchen Stellen ja ist. Ja, sagt mir doch mal, was ihr von dem Spiel haltet, ob ich damit weiterspielen soll. Ansonsten wird das erstmal meine Angespielt-Liste verbleiben. Dann bis zum nächsten Mal.